Gerade noch rechtzeitig, Jungs. Das Baby wird jede Minute rauskommen. Und jetzt? Was sollen wir jetzt machen? Geht! Und zwar alle. Außer Jodie. Ich will nur Jodie. Du weißt, dass ich bei sowas noch nie dabei gewesen bin. Also, ich auch nicht, aber ich will nicht, dass da alle stehen und mich anstarren und ich gehe hier ein vor Schmerzen. Oh! Okay. Okay, keine ich glaub, Sorge. Der erste Schritt wäre ausziehen. Sorge, wir finden einen Weg, uns fällt schon was ein. Ich meine, wie schwer kann das werden? Und gut Luft ein- ausatmen. Okay, los, die ziehen wir dir schnell aus. Warum wackelt die so? So, und jetzt, wo haben wir denn die Kiste? Was wir brauchen. Da. Ich kümmere mich um die Matratze. So. Halt euch. Okay, du kriegst das hin. Komm schon, pressen! Pressen! Ja, es ist fast da! Okay! Atmen! Okay? Bitte, Tuesday, immer weiter atmen! Ein und aus! Ein und aus! Ich atme doch! Oh, verflucht, ich mach doch! Ist bald vorbei. Okay? Ganz toll machst du das. Ich kann sie sehen. Der Kopf ist schon da. Ich sehe den Kopf. Jetzt press. Press. Sie ist da, Tuesday. Bisher nicht so einfach, mein Schatz. Aber wir schaffen das. Mom und du. Ich verspreche es. Nichts hält uns jetzt noch auf. Ich hole jetzt die andere. Musik wieder. Wow. Es ist so winzig. Es ist ein Mädchen. Ich nenne sie Zoe. Scheiße, Mann. Sie ist gottverdammt unglaublich. Hey, hör auf zu fluchen, Walter. Sie versteht alles, was du sagst. Nein, sie ist mehr als unglaublich. Sie ist einfach märchenhaft schön. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft, Jungs. Und Jodie. Du bist eine Magierin, Jodie.
unsere Magierin. War aber eine Szene, ey. Mit der Musik. Was ist denn jetzt los? Scheiße. Ach du Scheiße, was... Oh shit. Wo sind die anderen? Sag mir nicht, dass der... Oh Gott. Wo sind die anderen? Boah, ist hier über den Flur. Jimmy und Tuesday und Zoe sind oben. Los, raus hier, ich hol sie. Nein, 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 ich komm mit dir. Nein, nein, ich geh allein. Aber... Los, raus mit dir! Stimmt irgendwas mit den Drogen, oder? Dass jemand da... Wie ist denn das passiert? Nee, das komme ich mir gar nicht klar. Was ist denn jetzt? Die Kamera, ne? Gott wurde. Alter. Hey, was macht er? Also manchmal reagiert er irgendwie gar nicht. Nein! Geht er aus dem Modus raus, Mann. Komm schon, Jimmy! Spring! Spring! Junge, Junge, jetzt bin ich aber jetzt gerade ein bisschen... Nein, ich komm nicht raus! Vom Trauer zu, Ich komm nicht raus! Komm schon, spring! Adrenalin, ey. So. Was? Was war das? Los, raus, raus! So. Das Baby! Los, rette das Baby! Bleib nebenan! Ich hoffe, da passiert nichts. Jodi! Scheiße. Fuck. Kann Aiden nicht so
so einen Schutzwall machen. Das ist keine gute Idee. Ah. Jetzt geht's. Ich wollte schon sagen, kann man jetzt einen Schutzwall machen, aber kommt es. Also. Die Wand kann man doch zerstören, oder? So. Raus, raus, raus. Geh schon mal. Wir springen einfach aus dem Fenster, oder? Gehen wir nach oben? Ja, so höher. Umso höher, umso besser, ne? Klar. Da gedrückt! Sag mal. Wollt ihr mich verarschen? Ist das dein Ernst? Was hast du? Tot. Was willst du tun? Stan! Oh Scheiße! Oh, warum machst du das? Jody! Oh. Gott, Hilfe! Ja, wir hätten doch. Jody, komm schon! Sollte das so sein oder nicht? Komm schon, Jody, du packst das. Das wäre auch kacke, wa? Oh mein Gott, komm schon, komm schon! Scheiße, nein! Bauen jetzt nicht eine lange Sequenz ein, damit dass er tot ist. Kann Aiden was machen? Mach alles mit drauf, ey! Infrawelt nennen sie es. Jody, wenn du es nicht machen willst, dann sag's. Und wir fahren zurück. Und wir wissen fast nichts über sie. Eine Chance, diese verfluchte Welt. Es gibt noch Dwerge, voll Wind, ein Fläschchen haben, in Kleidung wie ihnen. Jody, ich lass nicht zu, dass es im Müll unter der Brücke geboren ist. Sag's. Und wir wissen zurück, Jody. Muss ich machen? Hallo?
What? Bin ich tot? Hey? Also Mutter. What the fuck? Das ist die Zukunft, oder was? Ist das die Zukunft? Aiden? Das hat Joker gesagt. Das Spiel sagt mir auch nicht, was ich genau machen muss. Eieieiei. Aiden? Wieso Aiden? Ich wollte nicht mehr hin. In welchem Jahr sind wir jetzt? Eigentlich solltest du dich eigentlich hinlegen. Ich glaube, wir haben ein Bild gesehen von unseren Freunden. Jody. Wir alle. Dadurch sind wir immer bei dir. Haben die ja jetzt alle einen Job? Die sehen so frisch aus. Die alle geschnappt, die unser Haus abgefackelt haben. Das Benzin an ihren Sachen war der Beweis. Oh. Krank, oder? Arschlöcher. Alter, okay. Was ist Assi? Ich hab den Job. Und dieses kleine Apartment. Mir geht's ganz gut. Komm wieder, Jody. Wir vermissen dich. Voll gut. Voll gut, dass sie sich danach beschlossen haben, wieder ins Leben reinzueignen. Finde ich so gut. Ist auch noch ein Bild. Zoe wird heute drei Monate alt. Kind sieht aber echt aus. Ich erzähle ihr oft von dir.
Damit sie weiß, was du für sie getan hast. 3 Monate. Oh, und ich benutze übrigens wieder meinen richtigen Namen. Im Koma. Ich heiße Eliza. Eliza. Von weit haben wir jetzt nicht gehört, oder? Der war nicht in der Sicke. Ja, die haben wir hier. Gehirntrauma und Schädelfrakturen. Nein, noch nicht. Sie liegt schon seit Monaten im Koma. Oh nein. Wir zu ihr? Ich weiß nicht. Sind Sie Verwandte? Wir sind von der CIA. Sie wird gesucht wegen Verrats. Nein. Also, wir haben einen Haftbefehl, wenn Sie den sehen wollen. Verrats. Okay. Und ausgerechnet wir jetzt... Ich bringe Sie zu ihr. Aufwachen, ne? Hier ist nichts, ja. Fenster. Das war ganz schön hoch, ne? Und ob das Richtige ist? Ich weiß nicht, ob die jetzt runtergesprungen ist. Also, wo ist sie? Ja, merkwürdig. Das ist ihr Zimmer. Sie müsste hier sein. Scheiße. Sie ist aus dem Fenster raus. Das ist unmöglich. Wir sind im 5. Stock. Sie kann nicht durchs Fenster. Melde das. Die Kleine darf nicht entwischen. Also, ich würde rausgucken. Ne? Eigentlich. Eieiei, Polizei! Ich hoffe, er kennt uns nicht. Hey, den kennen wir doch irgendwo, oder? Ma'am? Ist alles in Ordnung? Sieht ein bisschen aus wie dieser eine von der Trinkbar. Ne? Hey, der sieht genauso aus. Obdachlos. Cleverer Diebstahl. Stanley White erzählt 52 Cent nur. Okay, man vertraut nicht so an, aber trotzdem fand ich das richtig, wenn man ehrlich ist. Gerade bei so, ja, netten Leuten, die einen geholfen haben, ne? Kein Selbstmordversuch unternommen, 64%. Ehrlich Geld verdient. Wie ehrlich? Habt ihr nicht ehrlich Geld verdient? Hä? Also, hä? Wie? Ehrlich Geld verdient. Ich hatte vom Automaten nach ins Geld genommen. Schlägerbesieg, 96%. Also man kann auch 4%, okay. Nicht genug Geld, kaltes Essen. Hä? Was hätte ich machen sollen? Kaltes Essen? Hey, was heißt das? 90% haben warmes Essen bekommen, oder wie? Hä? Ehrlich über Aiden. Haben 61%. Nicht allen nach dem Abendessen geholfen. Nach dem Abendessen? Hä? Nicht allen nach dem Abendessen geholfen. What? Hä, check ich nicht. Wir haben doch keinen geholfen, oder nach dem Abendessen? Hä, wie geht das denn? Kommt man das? Nicht aus dem Gebäude entkommen. 47%. Fuck. Fuck. Aber ich wusste auch nicht, was ich drücken musste, ne? Oh, Banane. Das ist so eine Scheiße. Alle vor dem Feuer gerettet. 92%. Schicksal der Schläger erfahren. 37%. Schicksal der Schläger? Achso. Ja, wer das Haus in Brand gesetzt hat, oder wie? Boah, er stört mich richtig, war aus dem, nicht aus dem Gebäude entkommen. Ist das scheiße, ja? Ich mal wieder, weil ich mal wieder Registriniker bin. Oh, die ist aber gut unterwegs, war zu Fuß. Das Haar schon längst gewachsen. In der Wüste sind wir jetzt.
bin total erledigt und durstig. Und ich habe keinen Schimmer von diesem verfluchten Ort, also sei mal nett und gönn mir eine Pause, okay? Okay, sehr gut. Oh, cooles Setting jetzt. Die geht auch ins eine zum anderen Kapitel, ne? Wieso kapitelweise hier? Da hast du mal die Obdachlosen, da hast du mal... Man lernt immer neue Leute kennen. Und man hatte tatsächlich mal... Ja, für kurze Zeit ein gutes Ende, bis auf das Feuer. Oh, kommt was. Ein Truck. Pisser. Das ist der Walking Simulator. Oh, da kommt wieder was. Huso. Es wird alles wieder gut. Ich bin mitten im Nirgendwo. Ich sterbe vor Durst. Und alles ist für den Arsch. Aber alles wird gut. Mich in Ruhe, Aiden. Was? Oh, was ist das denn? Ein Lager? Eine Farm? Ist okay, Aiden. Werd jetzt bloß nicht nervös. Okay, interessant. Wir leben nette Leute. Weil man eigentlich mal schlechte Leuten gewohnt ist. Die einen mal hintergehen. Das werden wir einfach gejagt, ne? Nicht nur mal, als ob wir kein freier Mensch sind. Werden wir gejagt. Nicht nur mal. Oh, das ist ein Hund. Uiuiui. Ganz ruhig, Junge. Ich will doch nichts tun. Ich glaube, ich gehe erstmal hier klopfen.